Frodo und ich, wir sind heute wieder hier beim Tierarzt und da ist wieder die Infusion. Also, ne? Und er sagt gerade hier dreimal Antibiotika, nicht fünfmal, dreimal. Ne? Haben sie wieder das gelbe Zeug reingemacht? Hat auch nochmal zwei Spritzen gekriegt. Na gut, bei den Spritzen, da rächt er sich mal so auf hier, der Bruder, ne? Aber hier diese alte Einlaufnadel, die wurde abgemacht und wurde eine neue gesetzt. Das hat ihn auch ein bisschen aufgeregt. Aber ansonsten, heute Morgen war er schon wieder ein bisschen besser drauf. Und diese hier Tischtennisball-große hier, oder diese Tischtennisball-große Entzündung da unterhalb des Kiefers auf der rechten Seite, die ist ein klein bisschen zurückgegangen. Nicht viel, aber ein klein bisschen. Nee, wenn so ein kleiner Hund da hier am Kiefer so ein Tischtennisball großes Ding hat, dann macht man sich schon Gedanken. Naja. Woran man auch sieht, dass es ihm wieder ein bisschen besser geht, ist sein Schwänzchen wieder oben. Das hing ja mal ganz verklemmt runter. Und das hat er wieder oben. Das ist ein gutes Zeichen. Ist schon eigenartig, ne, mit unseren Tieren. Bodo will unbedingt, dass ich seine Pfote halte. Wie die Menschen, ne? Dass, wenn sie irgendwas haben, aufgeregt sind, dass sie möchten, dass jemand, dem sie vertrauen, die Hand hält, ne? Ja, unser Pürzel ist oben. Das ist schön. Tja, Larissa sagt ja, ne? Ich musste auch ein Video machen. Wir sind heute essen, ne? Richtig schön hier beim Chinesen hier in Alanya am Atatürk Boulevard. Und die Suppen haben wir schon gegessen. Ich hatte dann hier eine Guangtang-Suppe. Larissa hatte so eine Meeresfrüchte-Suppe. Und das hier sieht da richtig cool aus. Oh, dann lassen wir uns mal hier das schmecken. Guten Appetit. So, Bodo und ich waren beim Tierarzt. Ging heute ziemlich zügig. Er hat denn hier zwei Spritzen gekriegt und ich mache jetzt mal Frühstück, esse ein Omelette mit Gemüse und dann fahren wir wieder nach Hause. Ne, Bodo? Ja, mein Kleiner. Ja. Er frisst schon langsam, die Schwellung ist zurückgegangen, ist noch immer da, aber hier ist kleiner geworden, etwas kleiner. Bodo hat sich im Schatten gelegt. Ich habe mein Omelette aufgegessen. So, das war so ein Mix-Omelette. War richtig cool. War richtig gut. Also hier Tierklinik. Hier daneben ist hier diese hier ist Bistro. Also hier bekommt man ein richtig gutes Omelette. Na, das passt. Mal zusammenfassend hier wegen Bodo mit seinem Gesundheitszustand. Also er hatte auf Schlag mit mal so eine explosive Entzündung gehabt hier von einem Lymphknoten hier, den unteren Lymphknoten vom rechten Ohr. Und das Ding, das war dann so Tischtennisball groß geworden etwa. Ne? Also ein Tischtennisball, ja, wisst ihr ja so ungefähr die Größe. Ne? Und das sah schon richtig heftig aus und er hat sich richtig gequält gehabt. Aber der Arzt hat wohl die richtige Therapie angeschlagen. Ich hatte ja auch eine zweite Meinung eingeholt. Und da muss ich hier Danke sagen dem Pumping Edge an. Denn der Arzt, da wo er mal hingeht, der ist wirklich, so wie er sagt, auf Augenhöhe. Also den kann man auch nur empfehlen. Also diesen Tierarzt aus hier Kessel. Und durch seine Diagnose, die er getroffen hat, und er hat es auch vernünftig erklärt und gut rübergebracht, so eben auf Augenhöhe. Ne? Und das hatte mich dann doch ein bisschen beruhigt. Ne? Und jetzt erstmal Antibiotika ist abgeschlossen bei Bodo. Und so wie ich heute bei ihm mit ihm zum Tierarzt war, hat er nochmal zwei Spritzen bekommen. Also die Entzündung, die ist im Rückgang. Ne? Geht zwar peu à peu, nicht hier aber Schlag schnell schnell. Und Bodo läuft schon vergnügt da draußen rum. Also jetzt, wenn ich mit ihm jetzt rausgehe, Gassi gehe,
hast wieder Pürzel hoch, sein Schwänzchen hoch und dann er ist auch wieder jetzt so voll bei der Sache. Er kommt jetzt auch mal und so zeigt, dass er Hunger hat und fressen will. Was er ja jetzt gar nicht mehr gemacht hat. Und er will auch wieder spielen ein bisschen. Nicht so, wie es mal war. Da war er ja dauernd beim Spielen. Und, aber es kommt wieder. Also ohne vernünftige Behandlung, ne, ohne vernünftige Therapie, ich glaube, das wäre ins Auge gegangen. Das wäre nicht gut gewesen. Kostet zwar alles ein bisschen, ne, aber dafür ist er mein Freund. Ne, so ein kleiner Bodo, so ein Tier, ne, ja, mit meiner Haare. Hier ist ja ein Familienmitglied, ne, gehört, ist wie ein Kind. Ne, und deswegen. Nochmal Dankeschön an alle hier für die gezeigte Anteilnahme. Ne? Und ich bin heilfroh, dass es hier so gut ausgeht bis jetzt. Aber der hier Tierarzt da aus Kessel, der hat mir ja gleich gesagt, dass es eine langwierige Geschichte ist. Ne? Und der Tierarzt jetzt hier aus dem Mammutlabor, wo ich in Behandlung bin mit Bodo, jetzt wo das hier sich abzeichnet, dass es besser wird. Er spricht da auch vernünftig mit mir. Ne? Er spricht auch relativ gut Deutsch. Ne? Hier hat er erst gar nicht so gezeigt. Und na, ich denke mal, da war er erst selber erschrocken, wo er das gesehen hat, Bodo. Und hat gedacht, scheiße, hier kriege ich das überhaupt hin. Ne? Aber es klappt, es passt. So, das wollte ich euch nun mal sagen, dass es hier auf dem Weg der Besserung ist. Auch wenn nicht ad hoc. Es wird dauern. Aber danke für eure Anteilnahme. Top.